Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugdroge mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute will ich euch die Marx Thinking Putty vorstellen. Das ist heute eine ganz besondere Knete, denn die ist magnetisch und wir packen sie direkt mal aus. Da sieht man schon, der Magnet hängt hier drinne. Der lässt sich echt schwer von der Verpackung lösen, das ist gut fest. So, da haben wir ihn rausbekommen. Und jetzt befreien wir mal noch die Knete aus ihrer Verpackung. So, da haben wir die Knete. Die fühlt sich heute ein bisschen anders an. Ich glaube, das kommt davon, weil die da noch einen bestimmten Stoff drin hat, dass die Knete auch auf den Magnet reagiert. Erstmal gucken wir, was die Knete so alles kann. Sie lässt sich wie immer super kneten, lässt sich gut rollen. Jetzt haben wir hier ein kleines Würstchen geknetet. Können wir auch zu einem Kreis machen. Dann gucken wir mal, wie sie sich zerreißen lässt. Wie die intelligente Knete. Dann haben wir hier auch eine gerade Bruchkante. Wir können sie auch super gut formen, auseinanderziehen. Sie ist wirklich dehnbar, zieht lange Fäden. Ich mache es nochmal zusammen, dann gucken wir nochmal, wie lang der Faden wirklich werden kann. Und dass er zerreißt. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ist genauso gut wie die intelligente Knete. Die Knete hat heute so einen Gold-Erdton, gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber jetzt testen wir mal, wie die Knete auf den Magneten reagieren wird. Dafür nehme ich den Magnet mal in die Hand und halte den mal über die Knete. Ja, noch passiert da nichts. Ich tue mal die Knete ein bisschen nach oben machen. Und dann sehen wir, je nachdem, wo ich mit dem Magnet hingehe, da folgt auch die Knete. Und jetzt kann ich sogar in die Länge ziehen. Ja, das ist cool. Jetzt gucken wir mal, ob vielleicht noch mehr, ob da noch ein bisschen mehr geht. Ja, wir können sie auf jeden Fall bewegen. Wir bräuchten einen dünneren Faden, dann kommt da mehr mit. Ja, funktioniert. Ich guck mal, wie weit man sie rausziehen kann und ich ziehe noch. Okay, das war's. Ja, ist aber schon ein gutes Stück Knete mit dran gegangen. Mal gucken, ob man die Knete auch damit über den Tisch bewegen kann, wie ob es einen magischen Zauber gibt. Dafür lege ich mal das Stück Knete hier hin und dann gucken wir mal, ob die Knete sich vielleicht fortbewegt. Jetzt gehe ich mit dem Magnet mal dran. Ah, sie liegt zu fest auf dem Tisch. Jetzt habe ich es ein bisschen lose gemacht. Und ja, ein bisschen bewegt sie sich. Ja, man sieht es wie so eine Schnecke, die ihren Kopf ausfährt. Das ist ja eine coole Sache. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Noch einmal machen wir es vielleicht jetzt nochmal in die Höhe. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir das hier auch hinkriegen. Ja, und schauen, die Knete bewegt sich wie von Zauberhand. Das ist eine coole Sache. Gefällt mir wirklich gut. Habe ich vorher noch nicht gesehen, aber es gibt es ja auch von der intelligenten Knete. Das sieht wirklich magisch aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die magnetische Knete findet. Ob die Farbe euch gefällt, dieses Goldbraun, und ob ihr vielleicht auch so eine Knete habt. Und was ihr damit schon alles gemacht habt, könnt ihr mir alles gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wirklich über jedes Kommentar von euch. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung dalassen und unseren Kanal abonnieren, damit ihr kein Video von uns verpasst, und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.